Als Mann bist du gut beraten, bei Frauen auf gesunde Gewohnheiten zu achten. Auf sittliches Verhalten, einen sittlichen Kleidungsstil, auf Sauberkeit, aber auch auf allgemeine Zurückhaltung anstelle von Scham und Hemmungslosigkeit. Frauen müssen ihren Körper mehr pflegen und schützen, als Männer dies tun müssen. Und das tun sie ja auch. Ich meine, es hat einen Grund, warum Frauen länger im Bad brauchen und warum sie tendenziell mehr auf Sauberkeit und Hygiene im Haus achten. Also Gesundheit ist schon auch bei Männern wichtig und ein fitter Mann ist ganz klar attraktiver als ein unfitter, weil sich das natürlich auch auf die Fruchtbarkeit auswirkt. Allerdings sind Frauen nun mal körperlich schwächer sowie schutzbedürftiger und sie sind bzw. werden es noch um ein Vielfaches mehr in der Schwangerschaft. Spielt all das wirklich eine Rolle beim täglichen Flirten und Kennenlernen von Frauen? Selbstverständlich tut es das. Das passiert natürlich mehr auf subtiler und unterbewusster Ebene, aber der Instinkt nach einer gesunden Partnerwahl, die zukunftsfähig und fruchtbar ist, die ist bei den meisten von uns fest in der DNA verankert. Im Kern ist ganz normales Dating also ein Eugenikprozess, also die unbewusste Selektion des Hochwertigen. Und daran ist auch nichts verwerflich. Es kommt nämlich auch nicht von ungefähr, dass heute DNA-Analysen so populär sind und nur so aus dem Boden schießen. Hier gibt's ja jede Menge Anbieter, bei denen brauchst du einfach nur in ein Röhrchen spucken, das in ein Labor zurückzuschicken und du wirst erstaunt sein, welche weitreichenden Infos in puncto Verwandtschaft, Vorlieben, Lebenserwartung und sogar in Sachen Erfolgschancen dabei herauskommen. Und das bestätigt im Prinzip nur, was ich in dem Video hier zum Ausdruck bringe. Es gibt sogar Wissenschaftler, die an Datingdiensten arbeiten, bei denen Leute herausgefiltert werden, die ein genetisches Risiko darstellen könnten. Ein Pionier in diesem Bereich hier ist zum Beispiel der Harvard-Professor George Church. Okay, was du hier mitnehmen solltest ist, dass Verhalten und Gewohnheiten naturgemäß Einfluss auf die Anziehung für das andere Geschlecht haben. Auf was du bei Frauen besonders achten solltest und über welche 8 Bereiche du bei ihnen Bescheid wissen musst, das zeige ich dir in meinem kostenlosen Videokurs. Der Link ist unten in der Beschreibung, über 1600 Männer sind aktuell schon dabei. Lass es mich gerne auch wissen, falls du etwas Kohärentes zum Thema zu sagen hast. Mach das Däumchen hoch und abonniere den Kanal, wenn du neu hier bist. Ciao, ciao.